Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut, dass der Rasmussen endlich weg ist. Ja, aber es nützt ja nichts. Er ist nicht der Einzige, der kalter Krieger spielt. Schauen Sie mal, viele Medien machen doch mit. Gucken Sie mal die Schlagzeilen an in letzter Zeit. Genug gesprochen, Stärke zeigen, jetzt oder nie, Ende der Feigheit. Das ist doch keine Berichterstattung, das ist eine Generalmobilmachung. Das müssen wir den Leuten mal zeigen. Die Napalm-Theater-Organisation präsentiert Der Krieg um die Deutungshoheit im Ukraine-Konflikt. Ein Stück in Schwarz-Weiß. Jegliche Ähnlichkeit mit aktueller Berichterstattung ist weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidbar. General von Wagner, wie ist die Lage an der Heimatfront? Na ja, die Reihen sind einigermaßen geschlossen. Wir haben die Meinungsvielfalt auf Schießschartengröße geschrumpft. Meldung aus Odessa. Ah. Über 40 Menschen werden in ein Gewerkschaftshaus getrieben und dort verbrannt. Ah, das ist unsere Chance für einen Geländegewinn. Schreiben Sie pro-russischer Mob, verbrennt wehrlose Ukrainer. Herr Was? General? Ja. Die Opfer sind aus dem anderen Lager. Verdammt, die Opfer sind keine Bürger, sondern nur Separatisten. Muss es jetzt nicht heißen, ukrainischer Mob verbrennt pro-russische Separatisten? Nein, die Blattlinie muss unbedingt gehalten werden. Schauen Sie, schreiben Sie es so an die Tagesschau. Ich sage mal, in Odessa, ja, da kamen bei Zusammenstößen zwischen pro-russischen Aktivisten und Regierungsanhängern mindestens 46 Menschen ums Leben. Irgendwie. Sie machen sich, General von Wagner. Ja. Meldung! Was? Meldung, ein Passagierflugzeug ist abgeschossen worden. Eine Tragödie. Nein, das ist ein Geschenk des Himmels. Schieben Sie die Aktion dem Feind in die Schuhe. Ja, aber wir wissen doch noch gar nichts Genaues. Wunderbar, dann können Sie ganz unabhängig von den Fakten operieren. Ja. Meinen Sie etwa so? Das, wenn Sie so das hinkriegen würden, das wäre wunderbar. Meldung! Oh, ja. Der vorläufige Untersuchungsbericht zu Flug MH17 liegt vor. Ja, und was steht drin? Das Flugzeug wurde durchsiebt. Ja, gibt es nicht irgendwelche Hinweise auf Schuldige? Nein! Wunderbar, dann schlussfolgern wir, dass es jetzt nahezu keinerlei Zweifel mehr gibt, dass es die Separatisten waren. Sehr gut, Herr von Wagner. Ja. Deckung! Was war das denn? Eine Rüge des deutschen Presserats. Sie sagen, die Operation auf der Titelseite ist für alliierte Ansage instrumentalisiert worden. Ein Blindgänger. Eine Rüge des Presserats. Das muss die Zeitung nicht abdrucken. Davon wird niemand erfahren, wenn es nicht vor 1 Million Publikum im Fernsehen gezeigt wird. Und da sei Gott vor. Was wollen wir hoffen, Herr General? Ja, gibt es sonst noch was zum Flugzeugabsturz? Ja, ich hätte noch ein Foto. Ja, sehr schön. Zeigen Sie. Wunderbar. Schauen Sie mal, wie er diesen Teddy wirkt. Das ist doch großartig. Das geben wir an die Boulevardpresse, würde ich sagen. Schreiben Sie. Okay. Ja. Was sind das bloß für Menschen? Putins Rebellen treten auf der Würde der Opfer. Alles klar. Ich hätte auch, falls das interessant ist, noch den dazugehörigen Videoclip. Wunder, auf den Schirm. Zeigen, bitte? Ha, sehen Sie, schauen Sie, wie er mit Füßen tritt auf der Welt. Jetzt wird er gleich diesen Teddy wegwerfen und ein für alle Mal klar machen, was er für ein Mensch ist. Oh mein Gott, das ist ja zu bewegend. Ich würde sagen, in dem Fall reicht uns das Standbild. Okay. Da sagt jemand, dass die Separatisten an der Absturzstelle vorbildliche Bergungsarbeit geleistet haben. Oh, welcher Idiot war das? Der Leiter der holländischen Untersuchungsgruppe. Oh, wir müssen jetzt alle sehr tapfer bleiben. Ignorieren Sie es. Okay. Alarmstufe Gelb! Was? Ein russischer Hilfskonvoi rollt Richtung Ukraine, Sir! Verdammt nochmal, diese Russen! Jetzt haben sie erst mit irgendwelchen komischen Soldaten die Region destabilisiert und jetzt schicken sie das Rote Kreuz hinterher! Das ist brillant. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Was ist Ihre Gegenstrategie? Schreiben Sie! Okay. Bei der illegalen Invasion ukrainischer Mägen kam es durch russisches Brot, zu massenhaften Überleben bei gleichzeitiger Verletzung der Souveränität der Ukraine. Punkt. Oh, das deutsche Fernsehen zeigt gerade ukrainische Nazisoldaten mit SS-Runen und Hakenkreuz. Gottes Willen. Nazis, die für eine gute Sache kämpfen. Wie wollen Sie das formulieren? Wir nennen sie weiter Freiwilligenbataillone. Ich glaube, ich sehe was. Was? Um Gottes Willen, die Invasion, sie ist da! Nee, kann ich gerade nicht erkennen. Es sind Fahrzeuge. Fahrzeuge, schreiben Sie! Russischer Armeekonvoi überquert ukrainische Grenze. Moment, die fahren in die andere Richtung. Jetzt schreiben Sie, russischer Armeekonvoi vor ukrainischer Armee auf der Flucht. Nee, es bewegt sich doch nichts. Schreiben Sie, russischer Armeekonvoi zerstört. Ah, yes. Die Amerikaner haben Satellitenfotos. Wir haben einen Beweis für die Invasion. Nein. Was? Ex-CIA-Mitarbeiter sagen, man kann darauf nichts erkennen. Nichts erkennt? Suchen Sie irgendjemand, der irgendwas erkennen kann, verdammt nochmal. Was ist nicht irgendjemand von der CSU? Von der CSU? Ja. Das machen Sie doch. Wir haben... Wieso die CSU? Die sind zurzeit alle Experten im Erfassen ausländischer Fahrzeuge. Moment. Was? Wir haben mal so undeutliche Satellitenfotos. Jawohl. Unglaubwürdige Experten. Jawohl. Da kann ich doch keine Meldung draus machen. Selbstverständlich. Wir nehmen die bewährte Doppelstrategie. Die Behauptung kommt in die erste Zeile, der Journalismus in den letzten Satz. Ja, okay. Schreiben Sie, russischer Militärkonvoi zerstört, Absatz nach bisher unbestätigten Meldungen. Die Invasion hat ihr Ziel erreicht! Was, Kiew? Nein, Sanktionen! Na Gott sei Dank. Oh, was ist denn jetzt? Durchbruch an der Heimatfront! Die Journalisten werden von den Lesern unter Feuer genommen! Schließen Sie die Leserbriefe! Leserbriefe, das ist alles im Netz! Dann machen Sie die Foren dicht! Oh nein! Was? Die Leute weichen auf Facebook aus! Ja, dann moderieren Sie, blockieren Sie, löschen! Ja, aber wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit! Ja, aber doch in Russland, nicht hier! So. Alarm! Was ist jetzt? Alarm! Der ARD-Programmbeirat kritisiert die eigene Berichterstattung zur Ukraine als tendenziös und einseitig. Das ist der Dolchstoß. Reißen Sie sich zusammen! Gut. Oh Gott! Was? Gott! Eine Satire-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen macht sich in diesem Moment lustig über die deutschen Journalisten! Was? Überziehen Sie sie mit Unterlassungserklärungen, bis sie nicht mehr laufen können! Dafür haben wir doch jetzt keine Zeit. Doch, dafür haben wir die Zeit, verdammt nochmal! Machen Sie schon! Machen Sie was! Nein! 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 Nein!